Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir zum Thema Fructoseintoleranz. In diesem Video möchte ich gerne über die Fructai-Tabletten sprechen. Ich möchte meine Erfahrungen zu den Tabletten mit euch teilen und auch einmal so ganz grobe Informationen zu den Tabletten geben. Vielleicht beginne ich erstmal damit, wie ich überhaupt auf die Tabletten gekommen bin. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Empfehlung von meinem Arzt oder irgendwie von einer Bekannten oder so. Als ich erfahren habe, dass ich eine Fructoseintoleranz habe, wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass ich bald in den Urlaub fahre. Und ja, da habe ich mir halt schon ziemlich Gedanken gemacht, wie ich das da machen soll mit dem Essen gehen und auch allgemein mit dem Essen da. Und dann habe ich einfach mal ganz banal auf Google eingegeben, Tabletten gegen Fructoseintoleranz. Und da bin ich relativ schnell auf die Fructai-Tabletten gestoßen. Habe mir da relativ viel durchgelesen dazu und auch Erfahrungsberichte von anderen. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Vielleicht ist es ja so eine super Möglichkeit, damit man doch mal irgendwie was, ja, Fructosehaltiges essen kann. Erst einmal zum Produkt. Also das sind solche Kapseln. Und in den Kapseln sind so ganz viele kleine Kügelchen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also Fructaid wirbt damit, dass man unter der Einnahme von Fructaid fructosehaltige Gerichte zu sich nehmen kann und es dann damit zu einer Verhinderung bzw. Linderung von den Beschwerden kommt. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie das überhaupt funktionieren soll. Zuständig dafür ist das Enzym Glucose-Isomerase. Das sorgt eben dafür, dass es im Dünndarm die Fructose zu Glucose umgewandelt wird. Und dieses Enzym wird mit Hilfe von Bakterien hergestellt. Also es ist damit auch absolut vegan. Und womit Fructaid auch wirkt, ist, dass es auch laktosefrei und glutenfrei ist. Also wenn ihr noch eine andere Intoleranz habt, dann könnt ihr die Fructaid-Tabletten trotzdem zu euch nehmen. Fructaid soll auch keine Nebenwirkungen oder andere Wirkungen haben. Also es wird weder vom Dünndarm noch vom Organismus aufgenommen, sondern wirkt sich wirklich allein nur auf die aufgenommenen Speisen aus. Und dann einmal zur Anwendung. Also Fructaid wird vor der fructosehaltigen Mahlzeit eingenommen. Die empfohlene Dosierung ist zwischen 1 und 4 Kapseln. Was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, weil das ist ja doch schon ein großer Unterschied. Aber da natürlich Fructose sehr unterschiedlich ausgeprägt ist bei den Menschen und natürlich auch jeder Körper anders ist und auch jedes Gericht einen unterschiedlichen Fructosegehalt hat, ist es natürlich logisch, dass es bei manchen Sachen, dass da mehr Kapseln eingenommen werden und bei manchen Kapseln weniger. Das gleiche halt bei Menschen. Wenn man eine sehr starke Fructoseintoleranz hat, dann braucht man vielleicht mehr Kapseln und eine höhere Dosierung. Und wenn man jetzt nicht so eine starke Ausprägung der Fructoseintoleranz hat, dann reichten vielleicht weniger. Außerdem wirkt Fructaid damit, dass es bis zu 4-mal täglich eingenommen werden kann. Also ja, da habe ich mir auch überlegt, dann ist es ja eigentlich so die perfekte Lösung für Fructoseintoleranz. Das ist leider nicht der Fall, also bei mir jedenfalls nicht. Wie gesagt, ich kann nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen, aber so würde ich das jetzt nicht sagen. Und zum Schluss einmal zu den Kosten. Also die Fructaid-Tabletten gibt es in 3 verschiedenen Packungsgrößen. Einmal 30 Kapseln, 60 Kapseln und 120 Kapseln. Beachtet aber, dass die 30 Kapseln jetzt nicht unbedingt für 30 Anwendungen auch dann gedacht sind, weil wie gesagt, man pro Anwendung halt zwischen 1 und 4 Kapseln zu sich nimmt und das muss man halt erstmal für sich herausfinden. Also so könnt ihr das nicht rechnen. Also die kleine Packung liegt bei 15 Euro, das sind dann 30 Kapseln. Die mittlere Packung mit 60 Kapseln liegt bei 25 Euro und 120 Kapseln liegt bei 42 Euro. Also guckt einfach, ob ihr in Zukunft jetzt mehr davon braucht oder nicht. Und am Anfang würde ich sowieso vielleicht erstmal die kleine Packung nehmen und das überhaupt ausprobieren. Weil, wie gesagt, es ist sehr personenabhängig und es muss nicht unbedingt bei jedem funktionieren. Und dann einmal zu meinen eigenen Erfahrungen.
Also ich habe die Fructaid-Tabletten ja hauptsächlich für den Urlaub gekauft. Falls ihr mir auf Instagram folgt, da heiße ich ellen.mlr. Habt ihr vielleicht gesehen oder könnt ihr ja noch nachschauen, dass ich in Italien war und da trotzdem Eis und Pizza und Tiramisu und auch Pasta gegessen habe. Aber immer unter Einnahme der Fructaid-Tabletten. Vielleicht erstmal als Anmerkung, ich habe es mir schon schwer vorgestellt im Urlaub, weil man eben doch öfter essen geht und viel sich so unterwegs holt und so. Aber ich dachte nicht, dass es so schwer wird. Ja, wenn ich mir so die Speisekarten angeguckt habe, dann habe ich eigentlich so wenig gefunden, was ich jetzt einfach so problemlos essen könnte. Deshalb war ich sehr froh, dass ich die Fructaid-Tabletten dabei hatte und habe die eigentlich auch gleich beim ersten Abend benutzt. Da hatte ich eine Pizza Margherita, also da wäre jetzt eigentlich nur das Problem die Tomatensauce. Und da habe ich 3 Kapseln eingenommen und ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich hatte keine Probleme danach, ich hatte keine Beschwerden, es war wirklich alles super und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das Problem war, diese Freude hielt jetzt nicht so lange an. Also ich habe dann natürlich am nächsten Tag wieder die Fructaid-Tabletten eingenommen und dann ein Eis gegessen. Ja, irgendwie geht kein Italienurlaub ohne Eis für mich. Da hatte ich 3 Kapseln davor eingenommen und dachte, ja, das wird schon wieder klappen irgendwie. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bauchgrummeln. Also es waren jetzt keine Bauchschmerzen, wie ich sonst immer hatte. Es war nur so ein bisschen so ein Unwohlsein und mein Bauch war auch ein bisschen aufgebläht. Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, dass wenn ich die Tabletten nicht genommen hätte, die Beschwerden deutlich schlimmer gewesen wären. Im Laufe des Urlaubs habe ich dann einmal mindestens beim Abendessen eben immer die Fructaid-Tabletten eingenommen und ab und zu nochmal mittags. Und ich muss sagen, dass ich finde, dass die Wirkung nachlässt. Also da ich es wirklich dann 6 Tage am Stück jeden Abend eingenommen habe und ab und zu auch noch mittags, hatte ich für mich ein bisschen das Gefühl, dass die Wirkung nachlässt. Also ich hatte wirklich auch Abende, da ging es mir danach auch wieder richtig schlecht. Ich hatte dann total aufgeblähten Bauch und habe richtig gemerkt, dass das, was ich gerade gegessen habe, nicht gut für meinen Bauch war. Obwohl ich jetzt eigentlich dann nicht so was viel Fructosehaltigeres gegessen hatte, als an einem Abend, wo es super geklappt hat. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, ob es daran lag, dass ich einfach zu oft die Fructaid-Tabletten eingenommen habe und mich zu sehr darauf verlassen habe. Aber an sich wirbt ja Fructaid damit, dass man es bis zu 4-mal täglich einnehmen kann. Deshalb dachte ich eigentlich, dass es kein Problem wäre. Also abschließend würde ich dazu sagen, dass es mal auf jeden Fall eine super Möglichkeit ist. Also wenn man mal auf einem Geburtstag ist, ab und zu so Momente im Urlaub, wo man dann einfach essen geht oder ja, vielleicht sich zu Hause auch einfach mal wieder sein Lieblingsessen oder sein Lieblingssnack gönnen möchte. Aber es ist keine Dauerlösung. Also es ist keine Lösung für eine Fructoseintoleranz und es ist auch keine Alternative für eine fructosearme Ernährung. Natürlich muss das wieder jeder für sich selber herausfinden, ob das auch öfter für einen klappt oder vielleicht auch gar nicht für einen klappt. Bei einer Fructoseintoleranz ist es ja allgemein alles sehr personenabhängig. Deshalb kann ich das jetzt nicht pauschal sagen, wie das so ist. Was ich auch noch anmerken möchte, ist, dass ich glaube, dass es bei den Fructaid-Tabletten auch viel vielleicht mit der Psyche zu tun hat. Also das ist mir jetzt schon bei einer Fructoseintoleranz, also bei mir jedenfalls, schon ab und zu aufgefallen, dass es viel so mit dem Kopf zu tun hat. Falls euch das interessiert, würde ich darüber auch gerne mal ein eigenes Video machen, weil ich glaube, dass das doch ein etwas größeres Thema ist und auch einen größeren Einfluss hat. Also allgemein bin ich bei den Fructaid-Tabletten noch ein bisschen zwiegespalten. Mal ja, aber nicht öfter und auch auf gar keinen Fall dauerhaft. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich finde, es ist wirklich ein tolles Produkt. Ob es jetzt genau das hält, was es verspricht, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch so nicht sagen. Aber
Warum nicht? Also ich glaube, ausprobieren ist ja bei Fructoseintoleranz sowieso das Beste, was man machen kann. Und die Fructaid-Tabletten auszuprobieren, da ja, tut man seinem Körper ja nichts Schlechtes mit. Falls euch das Video gefallen hat und euch auch weitergeholfen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann schreibt das wieder in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.